Servus, was hallo, ich bin's, Mars6D, ganz genau, und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es eine kurze Sache, die mir eigentlich auch ziemlich am Herzen liegt. Und zwar habe ich in der letzten Zeit ziemlich viele Nachrichten bekommen. Dort stand immer ungefähr sowas drin: Hey Mars, ich wusste gar nicht, dass du auf der Xbox 360 spielst. Ich habe gestern deinen Gamertag in Modern Warfare 3 oder in FIFA 12 gesehen. Kann ich dich vielleicht adden? Kann ich mal mit dir zocken? Hey cool, du spielst ja auf der Xbox. Und ich möchte euch nur ungern enttäuschen, aber dieser Gamertag, der Mars6D, so wird ja auch mein YouTube-Account geschrieben, das bin nicht ich. Und eigentlich kümmert es mich nicht, wenn irgendwelche Leute meinen Namen, ja, ich nenne es mal ganz hart ausgedrückt, wenn sie meinen Namen faken. Natürlich ist es ein wenig arm, wenn man jetzt nicht die nötige Kreativität benutzt, sich einen halbwegs netten Namen zusammenzubasteln. Ich habe ja auch kein Patent draufgelegt, von daher ist es ja nicht schlimm. Aber eine Sache stört mich dann noch bei diesem Account auf der Xbox. Denn auf der Xbox gibt es ja wahrscheinlich wie auf jeder Plattform immer eine Beschreibung für sein Profil. Auf der Xbox nennt sich das Ganze, glaube ich, Bio. Und dort stand was ziemlich, ich nenne es mal so, was ziemlich Bescheuertes drin. Ich bin zwar sicher, dass niemand so naiv ist, darauf reinzufallen, aber die Person hat wirklich, also der Mars6D-Faker, hat wirklich da etwas ziemlich Dreistes drinstehen gehabt. Und zwar steht da sowas wie: Hey, ich mache ein Dual-Commentary auf meinem Kanal mit euch, wenn ihr mir 800 Microsoft-Points, das sind glaube ich umgerechnet 10 Euro, oder mir ein FIFA Ultimate Team gebt. Und das ist doch ein wenig bescheuert. Und ja, sowas kann ich eigentlich nicht dulden, denn ich möchte, dass unter meinem Namen niemand verarscht wird, und ich möchte auch, dass hier niemand zu Schaden kommt, dass hier jemand ein entweder extrem gutes FIFA-Team verliert oder sogar richtiges Geld. Microsoft Points ist ja eigentlich fast beinahe richtiges Geld. Und ich kann euch mal versichern, ich glaube, kein Kommentator, zumindest hier in der deutschen Community, wird für ein Dual-Commentary Geld oder ähnliches verlangen, denn sowas ist eigentlich in meinen Augen, meiner Meinung nach, richtig erbärmlich. Denn wenn ich ein Dual-Commentary mache, könnt ihr mich eventuell fragen oder ich werde auf euch zukommen. Ich werde euch, wenn ihr mich fragt, auch eine Antwort geben. Ich antworte dann ja immer auf Nachrichten, aber sowas finde ich eigentlich total bescheuert. Von daher will ich euch nur mal warnen, falls jemand doch auf die Idee kommen sollte, dieser Person, diesem Faker 800 Microsoft Points zu geben oder so. Und ja, passt auf der Xbox auf. Wenn ich auf der Xbox oder vielleicht irgendwann mal in Steam bin und auf dem PC spielen werde, ich werde das Ganze auf jeden Fall immer in Videos ankündigen. Ich werde sowas nicht geheim halten. Ich werde euch immer jedes Mal informieren. Und momentan spiele ich natürlich nur auf der PlayStation mit dem ID, mit der ID oder mit dem Gamertag Mars6D oder Mars96XD. Und wer weiß, vielleicht hole ich mir ja irgendwann mal einen PC und spiele drauf MW3 oder vielleicht sogar eine Xbox. Man weiß ja nicht, was die Zukunft so bringt. Auf jeden Fall war es mit der kurzen Information. Ich wollte euch nur mal gewarnt haben. Und ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei dem TheZonic bedanken, denn der hat mir erstmal die ersten Beweise geschickt, mir die Information gegeben, was da überhaupt so vor sich geht. Und ich möchte mich nochmal bei dir bedanken. Und noch bei meinen anderen Detektiven, die ich dann ja sozusagen hinterhergeschickt habe. Ich habe denen gesagt, die sollen diesen komischen Mars6D ein wenig befragen, vielleicht ein paar Informationen rausquetschen. Er hat sich auch dann später dumm gestellt, weil ich glaube ich zu viele Leute auf ihn, ja, ich nenne es schon mal, gehetzt habe. Und ja, hier seht ihr im Hintergrund noch ein wenig Videomaterial mit seiner Biografie oder mit irgendeinem Nachrichtenaustausch. Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal bei allen Helfern bedanken, und das war's. Ja, passt auf jeden Fall auf. Wie gesagt, momentan nur PS3. Ich werde immer erwähnen, wenn ich irgendwo auf einer neuen Plattform, auf einem neuen System anzutreffen bin. Ich werde das jedes Mal erwähnen. Und ja, ich verschwende am besten keine Zeit. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, und ja, bis zum nächsten Commentary. Ciao, Leute.